As I awaited his return. But this is where things end. Die, bitch! Yes! Oh, mein Herz. Oh, Leute, gib mir. Er schlägt nicht! Der Hurensohn! Sorry, ey. Er schlägt nicht! Ja, Mann. Was willst du denn, Margit Befell-Omen? Was willst du denn? Also, komm. Zeig euch, dass es nicht geht. Ja, lass uns doch so einen Brunnen in die Hauptstadt bauen, da kann man dann reinjumpen und keine Ahnung, kann ja dann, entweder die Leute finden es oder nicht, ist auch egal. Es war dumm, dass ich jetzt erst den Bumper gemacht habe, weil alles, was ich eben gesagt habe, wäre eigentlich auch gut für jetzt, nach dem Bumper. Sag ich es nochmal. Ich spiele, wie ich spiele, lasst mich in Ruhe. So, los geht's. Elden Ring, Shadow of the Erdtree, es ist runtergeladen, es muss, hoffentlich klappt jetzt alles. Okay, wir gehen rein. Hä? Müsste da nicht jetzt schon Shadow of the Erdtree stehen? Oder habe ich was falsch gemacht? Doch, Shadow of the Erdtree. Unten rechts. Könnt's nicht sehen, warte mal. Kannst du mal, Nikola, mein Bild kurz zur Seite schieben? Da. Shadow of the Erdtree. Oh, oh, der ist neu. Das ist der Dude. Das ist der Dude. Ich habe ein bisschen Delay, habe ich das Gefühl. Das sind schon die ersten Ausreden. Ich habe noch nicht eine Sekunde gespielt, kommen schon die ersten Ausreden. Aber irgendwie... Vielleicht wegen der Serverüberlastung jetzt oder so? Ah. Were you guided here by kindly Mikula? I am Leda. And like you, I was guided by faith along his honorable path. Touch the withered arm. And you too will be transported. To the realm of shadow where Mikula the Kind now dwells. My compatriots are there already. Like us, they have heard kindly Mikula's call. If you can find them, they are certain to lend you aid. Oh Gott, Leute, ich hab so. Okay. Can't touch it. Head to the Realm of Shadow. Was sagt der Chat? Abstimmung. Jetzt im Chat. Ja oder nein? Quatsch. Okay, wir sind drin. Vielleicht sollte ich... mal auf Nummer Ernst gehen. Wie gehe ich denn auf Nummer Ernst am besten? Mit meinen Reduvias oder was? Okay, ich hoffe, das Bild ist cool für euch. Also, ich muss das HUD anmachen. Ich mag das lieber mit HUD. Für das Old Souls Feeling. Sieht nicht ganz so schön dann aus, aber... ich glaube, wir müssen den Kopf... müssen wir. Warte mal, ich schieb den mal. Ups. Da
da so neben die Seelen. Okay, liegt hier vielleicht das Drachenschwert irgendwo? Natürlich gehen wir erstmal hier hoch. Gucken, ob es hier was ist. Graveside Plain. Okay, hier ist nix. Okay, ich geh doch zu Fuß. Euch an. Oh mein Gott. Seht ihr all die Landmarks? Der kaputte Birdtree, da fließt was oben. Es bewegt sich auch ganz leicht da oben. Es fließt wirklich. Es ist nicht nur eine ein Standbild da im Hintergrund oder eine Skybox, sondern da fliegt man. Es ist ganz leicht animiert, diese Bröckelchen da hinten. Oh, und da ist dieser Wicker Man, den wir aus dem Trailer kennen. Was ist das? Ein Turm? Jesus. Radarfruit, die ist neu. Wo ist sie? Da. Material used for crafting items. Easily found everywhere in the realm of shadow. Okay. Well. Steine abchecken hier. Okay. Ah, der Mond. Alter, wie geil das aussieht. Wie geil das aussieht. Dieser Schleier da oder dieser Vorhang. Sieht aus wie ein Vorhang. Wie so ein seichter. Guck mal. Und der geht an den Turm ran, glaube ich, der Schleier. Wahrscheinlich wird das alles zu Türmen oder so. Oh, da ist das Bonfire. Hier was Neues, Level Up, Flask, Shadow Realm Blessing. Morning, Scadu Tree Blessing, Reverend Spirit Ash Blessing. Okay. Das ist vielleicht das neue Level Up System oder so. Memorize Spell, Wondrous Physic. Lassen wir erstmal. Sword Chest, Great Runes, Ash of War. Okay, der Rest ist soweit. Der Rest passt soweit, ne? Achso, damit die Frage auch einmal kurz am Anfang, weil die kommt eh, welches Level bist du, dies, das, Ananas. Ich bin Level, ach doch höher als ich dachte, 221. Aber ich bin im NG+. Muss man dazu sagen. Also, schauen wir mal, wie schwer oder wie leicht es wird. Boah, ich will mich überhaupt nicht. Ich bin richtig in Schockstarre gerade. Ich bin gerade richtig so in. Ich traue mich gar nicht irgendwie. Ich will gar nicht Progress machen. Ich will einfach in dieser Welt leben. Sollte ich vielleicht besser zu Pferdchen nehmen.
Oh, da sind Gegner, guck mal. Ich wusste gar nicht, dass es auch Gegner gibt. Ich muss es machen. Ich muss wissen. Beastliver. Ich muss wissen, was die Sachen geben. Es tut mir leid. Ja. Oh, da ist noch so einer. Guck mal, wir sind schon wieder sehr vertikal hier. Interessant. Wir fangen also auf der Mittelhöhe ungefähr an. Also gut, da geht es aber sehr tief runter. Guck mal. Das ist eine Ebene. Hier ist nochmal eine Ebene. Und da hinten geht es ja noch hoch. Oh, was ist da hinten? Da kommt man hin. Da kommt man hin. Okay, wir müssen erstmal unsere Surroundings hier checken. Erstmal so gucken, was hier so geht. Eine Übersicht bekommen. Ey, wisst ihr was? Vielleicht sollte ich in Offline-Modus gehen. Mich nerven jetzt schon die ganzen Nachrichten. Gibt wohl auch neue Settings, damit du anzeigen kannst, was du für ein neues Item bekommen hast. Ja, habe ich gelesen. Kannst du halt auch aktivieren. Oder kann ich die... Hä, wieso sind die Nachrichten immer noch da? What the fuck war das? Hab ich gerade was gehört? Warst du das, Nicola? Nee, das war ein Gelb. Hab ich gerade so einen Drachenschnaufen oder so gehört? Oder bin ich jetzt schon komplett irre? Lamp of Flash. Bitte zack, das geht erst mit Neustart. Der Offline-Modus. Ja, aber mich nerven diese Zeichen. Ich muss es machen. Sorry, Leute. Euch nerven sie bestimmt auch. Das Problem ist, ich mag das Feature an sich eigentlich schon. Mit den Nachrichten. Aber was ich halt nicht mag, ist, wenn wir jetzt gerade anfangen und schon jede interessante Stelle, jede unsichtbare Wand schon markiert ist. So, oder, also das verrät das. Es sind auch lauter. Oh, guck mal, da oben ist auch noch was. Es ist wie lauter kleine Spoiler. Holy shit, fick! Jetzt habe ich es aber doch ganz deutlich gehört. Das waren die Vögel? Bin mir nicht so sicher, okay. Aber das ist doch neu, die haben doch früher nicht dieses Geräusch gemacht, oder? Haben die schon immer dieses Geräusch gemacht? Ich weiß nicht. Du bleibst hier. Flight Pinion. War nicht dran erinnern. Jetzt muss ich zuerst. Alter, was ist da? Alter, ein riesengroßer Drache. Seht ihr es? Aber tot, ausgehöhlt oder so. Und das könnte sein. Soll das sein Blut sein oder was? Das sieht so aus, als ob das der ausgeblutete Drache ist. Und das da unten ist quasi sein verteiltes Blut. Ich finde es auch noch anzuregen. Das Spiel ist mir zu realistisch. Ich wette, da kommt man jetzt noch gar nicht hin, oder? Wir gucken weiter. Ist hier noch irgendwas?
Da ist noch einer, von denen gibt es also scheint kein Boss zu sein, sondern einfach nur ein, ja, so wie die Riesen. Das ist schon der dritte jetzt. Die sind Feuer-Giants. So, jetzt habe ich mich schon verlaufen. Wahrscheinlich bin ich hier schon komplett falsch gegangen. Aber ja, gibt es wirklich ein falsch oder ein richtig im Leben? Falschschaden. Mhm. Da ist ein fetter Wasserfall. Ich laufe so abseits vom Weg, dass ich gar nicht die ganzen Gegner sehe. Was sind mit Dügen? Freund oder Feind? Fällt gerade auf. Ich habe gar kein Schild. Ich glaube, dann bin ich überladen, wenn ich jetzt ein Schild benutze. Ja, geht. Lange nicht gespielt. Okay. Holy shit, wo kommt ihr denn jetzt her, ey? Alter, was ist das hier mit der Energie los? Okay. Mal gleich Stress machen, ja? Guck her, was ich mache mit meinem Schild, wenn du schlägst. Oh. Alter. Great Hammer. Ja, hauen ganz schön rein, die Typen hier. Ich wusste, es war ein Fehler, das im NG Plus zu spielen. Alter, was geht? Holy shit! Okay. Eieiei. Wie bin ich denn jetzt? So, ich bin auf dem Weg, okay. Alles klar, also hier mit unterschätzen ist hier schon mal gar nichts. So viel haben wir jetzt schon mal festgestellt.
langsam herangehen. Okay, aber wir müssen umswitchen. Auf Ernst. Ein Raid. Matthias, dankeschön für den Raid. Ich habe hier so ein Indie-Game rausgekramt, keine Ahnung. Hat mir gerade vorgeschlagen. Wahrscheinlich Schrott, aber probieren es einfach mal aus. Wir gucken uns natürlich gleich den fetten Hammer an. Aber die Frage ist der Typ wieder da mit seinem fetten Hammer? Ach, der hat trompetet, okay. Trompetet das. Alter, die sind krass, die Typen, ey. Halber Energiebalken. Ich hab mich. Und dann noch hier der Storm. Oh, ich bin auch krass. Guck dir an, wie viel die reinhauen, ey. Reinhau Fendrich. Mesmer Soldier Armor. Fire Coil. Fire Coil. Das ist doch schon. Use FP to conjure a tiny fire snake. Wo ist sie? Lol. Gute Nacht, Matthias. Danke für den Raid. Viel Spaß morgen. Black Steel Great Hammer. C-Scaling. Theoretisch habe ich ein Strength Build, also. Wieso, dass wir das nicht benutzen können? Jetzt schon krass, dass es offensichtlich auch vielen, also so kleine neue Items, neue Pflanzen und alles, also so kleinen Kram, den man vielleicht gar nicht unbedingt braucht. Guck mal, Black Pyrefly. Ist meiner Meinung nach auch neu. Richtig ganz geil. Das riecht hier nach was Gefährlichem. Und ich meine nicht diesen Hund. Ich bin richtig eingeschüchtert gerade, weil die echt reinhauen, die Gegner. Und das sind ja einfach nur so Dödelritter. Scatter Tree Fragment. Mal zwei. Da kann man irgendwas am Bonfire machen. Ich habe es ja auch nur so am Rande mitgekriegt, dass es irgendwie neue Items zum Aufleveln gibt, mit denen du im DLC
stärker wirst. Ach ja, die Rüstung habe ich noch. Genau, was war das für eine? Was war die Rüstung? Mesmer Soldier Armor war das. Worn by soldiers who serve Mesmer the Impaler, a ragged cloak draped over rusted mail. But the chest piece features a scatter tree motif. Gold has been used for its engraving. Small component. Interessant, hier kann ich summon, also Spirit Ash, und guck mal, der greift gar nicht an. Das ist natürlich ein Vorteil, weil das macht so viel leichter, ihn zu töten. Warum kann man hier summon? Wegen diesem Ding hier. Das sind die Teile, die einem zeigen, dass man summon kann. Also seine Spirit Ashes summon. Aber meistens kommen die, wenn irgendwas Unangenehmes oder Schweres auf einen wartet. Deshalb... Oh, ich könnte eigentlich mal meine 120 oder 92.000 Seelen wieder einsammeln. Wo sind die denn eigentlich? Entschuldigung, habe ich kurz. Also ich sag, hier kommt Drache oder so. Church of Conservation. Broken Rune. Blessing of America. Completely restores HP and heals all elements. Okay. Das war's schon. Okay. Dann gehen wir doch jetzt mal die Standardroute. So wie das Spiel will, dass wir sie gehen. Wieder. Warum kann man hier... Ja, wahrscheinlich nur wegen dem Lager, oder was? Ist hier noch irgendwas?
2000 geben, die Mesmer's Greaves. Ne, 1700 Seelen geben die. War ganz gut so als Einordnung. Auf welchem Schwierigkeitsgrad wir uns bewegen. Ist schon ordentlich für so einen Standard-Mob. Hier gab es irgendeinen Überfall. Irgendwas scheint hier passiert zu sein. Wir wissen nicht genau was. Glass Shard. Ja, es ist schon ein bisschen fragwürdig. Ich komme hier in so ein neues Land. Und dann schlafen da die Wachen, die einfach brutal von mir niedergemetzelt werden. Kann man sich schon die Frage stellen, die man ja eh immer bei Souls-Spielen stellen muss. Bin ich wirklich der Gute? Aber ihr wisst es natürlich, ich bin der Beste. Deutschlands Wettbester, das Play der Welt. Deutschland hat guten Tag, weil er ist ja der auch. Uff, habe ich mich erschreckt. Der Galgenbaum, gucken wir uns gleich an. Ey, dieser... Ich kann es, wie sagt man denn, auf der Sense of Wonder, diese, weiß nicht, wie ich das übersetze, dass man das Gefühl hat, bei Souls-Spielen und gerade auch bei Elden Ring, so jede Ecke könnte was Besonderes sein. Das liebe ich so, durch diese Atmosphäre, durch die Musik und alles ist so, du hast wirklich das Gefühl, jeder Baum wurde irgendwie mit einem Gedanken dahingesetzt. Und wenn nur der Gedanke ist, wir wollen, dass du denkst, dass da was ist. Auch wenn da nichts ist. Wisst ihr, was ich meine? Das ist nicht... Es fühlt sich eigentlich fast nie generisch an, finde ich. Es gibt auch ein paar generische Stellen, das stimmt schon, aber so generell dieses Erleben eines Souls-Spiels zum ersten Mal ist immer so ein... Ich liebe das einfach. Wirklich. Wenn ich weiß, was einen erwartet, wo es weitergeht, wo es lang geht. Reverend Spirit Ash. Reverend Spirit Ash. Wo komme ich denn das jetzt? Bolts is Rarid Spirit Ash Blessing. Blessing, okay, cool. Spirit Ash of those who came before infused with potent spirituality. Acquired from the corpses of
horn scent and other objects that ritually decorate townships and villages in the realm of shadow. Consume these at sites of greats to bolster your revered spirit ash blessing. Revered spirit ash blessing bolsters both summoned spirits and spectral steeds' abilities to deal and negate damage. There's no entrance outside of the realm of shadow. The withered corpses were called to. Buff. Oder was? Für Spirit Ashes. Da waren wir, ne? Ja, da ist das Lager. Da ist der Wasserfall. Da ist die Kirche. So weit, so gut. Hier sind noch mehr von diesen Bäumen. Jetzt sieht man das alles. Okay, jetzt checken wir mal aus, was das für Gegner sind. Die das können. Lol. Antwort ist nein. Von wo bin ich denn eigentlich gekommen? Das hat man doch aus der Ferne gar nicht gesehen hier. Ich habe mich verlaufen, habe ich das Gefühl. Der hat was auf dem Rücken. Haben die vergessen, den Texturen zu geben oder sollen die so aussehen? Oh, da gibt es eine Map, glaube ich. Scorch Runes. Das Hörner? Die Höhner. Oh.
Nikola, hörst du mich noch? Bist du noch da oder pennst du schon? Was los? Ah, du bist noch da. Können wir sowas wie Ausrufezeichen Elden Ring als Chatbefehl machen und dann sagt er, welches Level ich bin und so? Na klar. Also zum Beispiel, wenn man Ausrufezeichen Edering, dann der Bot könnte sagen, Level-Infos und weitere FAQs. So, weil dauernd fragen die Leute, welches Level ich bin. Ist das NG Plus? Ist das was? Wie kann man das irgendwie... Also es muss nicht das aktuelle Level sein, sondern mit dem ich hier gestartet habe. Ja, alles klar. 221 bei. Warte mal. Das ist nichts. Komm ich doch hoch. Black Firefly, my ass. Oh Junge, sieht das geil aus, ey. Jetzt hier hoch gelockt haben für eine dumme Feuermotte. Das scheint so. Eins nur für mich. Jetzt komm ich da. Ey! Alter! Der Stein haut einem direkt aus den Socken. Wieso denn Ede King? Ede Ring, meinte ich. Ja, ein paar Alias hinzugefügt. Ausrufezeichen Elden Ring, Ausrufezeichen Ede Ring, Ausrufezeichen Ehering. Ehering haben wir auch? Das finde ich schön. Das mag ich, dass wir auch Ehering haben. Everyone is here. Ein Item.
Jetzt wird Chat aber frech. Die sind immer frech eigentlich. Blade of Mercy. Ist das eine Waffe? Das sah eher aus wie was anderes. Nein, das ist keine Waffe. Ah, es ist ein Talisman, kann es sein? Da. Raises attack power after each critical hit. Chat möchte gerne mal die Option sehen, wie neuen Items hervorgehoben werden. Ja. Moment. Das Ding ist, wo soll man das sehen? Ich glaube, das ist so ein Ausrufezeichen dann drüber mit dem Item, was Neues. Ist aber dann standardmäßig leider deaktiviert. Musst du erst in den Settings aktivieren. Ach komm. Warum auch immer. Hab nicht wo. Recent Item Tabs. Ja, beides. Sehr gut. Hallo. Ah, da war jetzt ein Ausrufezeichen. Ah, okay. Hier überall die Ausrufezeichen jetzt. Ja, finde ich gut. Hier werden die auch nochmal erklärt. Guck mal, das sind so kleine Tutorials. Scatter Tree Fragments can be found across the realm of shadow. Consume these at sight of grace to bolster your Scatter Tree Blessing. The Scatter Tree Blessing bolsters the recipient's abilities to deal and negate damage. Okay, ja, das ist quasi zum Aufleveln. Also sind die ja super wichtig, oder wie? Ist das dann zwei Level oder was? Auge.
Flash, Mushroom, Red Flash. Easily found everywhere in the Realm of Shadow. Used for crafting items, okay. Komm ich da hoch? Das war knapp. Don't fall. Okay, ich glaube, an dem Tunnel waren wir. Ah, da war doch noch ein Item hier irgendwo. Hab ich da von oben gesehen. Nein, Alter. Ihr seht es, ich bin langsam und gründlich. Aber so spiele ich dieses Spiel. Ich habe es nicht eilig. Da ist Grace. Grace Anatomy. So, Shadow Realm Blessing. Scatter Tree Blessing. Use Scatter Tree Fragment to empower Blessing. Warte mal kurz. Ich würde gerne einmal die Stats kurz angucken. Ah, jetzt brauche ich beim nächsten Mal zwei, okay. Jetzt sind die Sachen gelb. Guck. Okay. Circa fast 20 Damage mehr. Interessant. Jetzt sind die ganzen Farben gelb. Okay, es macht alles stärker. Auf gut Deutsch. Das ist also ein sehr wichtiges Item. Diese Scatree-Dinger. Zumal man immer mehr braucht nach einem Level Up, so dass das nach hinten drin natürlich. Okay. Upon the Dastard Masmer's Head. Mit diesem Turm auf sich.
nichts. Oder? Über mich geflogen. Doch, fuck. Habt ihr den Schatten gerade gesehen? Da war doch gerade ein Schatten über mir. Ich weiß nicht. Ich hab schon komplette Paranoia. Spirit Gravestone. Oh, das ist crap. Holy shit, der ist ganz schön groß, ey. Gegner? Oh, Smithing Stones droppen die ohne Ende? Okay. Aber die hauen alle ganz schön krass rein. Auch die kleineren Gegner sind nicht zu unterschätzen hier mit was den Damage Output angeht. Ist ein bisschen unübersichtlich hier alles. Ich habe noch nicht so ganz gecheckt. Von da kam ich, glaube ich. Ey, jetzt reicht's aber auch mal. The fuck? What? Plötzlich war er weg und dann war ich tot. Freundchen.
ich sag ja, die sind nicht ohne. Die halten zwar nicht allzu viel aus, weil meine Waffen natürlich alle auf Max-Level sind, aber vielleicht muss ich auch mal über eine andere Rüstung nachdenken. Ich nehme echt ganz schön krassen Damage. Bei mir war eigentlich gutes Aussehen immer wichtiger als Überleben. Vogel. Oh, da sind zwei. Also zwei auf einmal willst du nicht. Das kann ich jetzt schon sagen. Das könnte ziemlich nervig werden. Versuch mal einen zu locken. Oh. Komm. Pullen wir den hier mal raus. Komm her. Tankt auf jeden Fall Takers Flames auf einmal gut weg. Alter, geht das an. Ich weiß nicht, wie man den ausweichen soll. Oh, Alter, das sind... Kommt nicht so leicht an die ran und dann geht er noch höher? Da erreichst du ihn gar nicht. Das ist so ein klassischer Mage-Gegner, würde ich sagen. Vielleicht brauche ich Zaubersprüche. Brauche ich Zaubersprüche? Ich mag eigentlich keine Zaubersprüche. Aber wenn die da so in der Luft sind... Scheiße, Mann, die sind ja überall hier. Ich muss nur meine Seelen zurückholen. Ich habe zwei getriggert, okay, ich vergesse nicht. Boah, da ist noch eins, habe ich drei getriggert. Was seid ihr? Die sehen ja geil aus. Vier, fünf. Holy shit, hier ist ja alles voll von denen, okay. Jetzt haben wir eh alles aggro gemacht, jetzt reiten wir durch. Oha. Sollen wir gleich mal buffen oder was? Wer weiß, was hier hinter ist. Hey Boy. Da. Fucking Fickbums! Nein, wir wollen keine Distanz. Er hat mich ein bisschen überrascht mit seiner Torpedowaffe. Die einfach mal
80% meiner Energie weggeballert hat. Okay, wir müssen das hier anders angehen. Ich wusste, DLC NG Plus könnte stressig werden. Aber es ist, wie es ist. Sind wir jetzt durch. Oh, falscher Trank! Wir brauchen keinen Death Counter, wir sollten einfach nur mal den Death Counter zählen, wie oft ich den falschen Trank. Überhaupt nicht zu staggern, der Boy. Nein! Du Sausack. Und er heilt sich, du Penner. Der ist nicht zu staggern. Ah, hast nichts mehr zu trinken? Nein! Wieso lässt er sich denn nicht staggern, ey? Weil er irgend so eine Geisterform hat, oder was? Leck mich. Jetzt wäre ich aber sauer. Merkwürdig, dass der davon nicht gestaggert wurde, in irgendeiner Form, ey. Was bin ich denn für eine üble Glass Cannon, Alter? Was geht? Was? The fuck? Chat, welche Geisterbegleiter? Ich hab keinen Geisterbegleiter. Das ist die Spezialattacke. Aber warte mal, vielleicht. Ich glaube, man kann den nicht gescheitern.
White Stagger. Guck mal, wie der die Energie wegballert. Bei Jesus seiner Mutter. Sind wertlos. Die Verzweiflung, die Angst. Ich kann ihn nicht staggern, vielleicht. Warum? Warum? Der zeigt überhaupt keinen Treffer. Also er ist überhaupt nicht beeindruckt von Treffern. Wisst ihr, was ich meine? The fucking fuck! Hau ihm doch auf die Banatzel mit der Keule! Der kann nicht gestaggert werden. Hundertprozentig kann der nicht sich staggern. Das ist ja das Problem. Guck mal, wie viel Energie der mit einem Schlag abnimmt. Fast die Hälfte. Ich bin doch gerollt. Und dann kommt der Slash und du bist von der Special Attack bist du in der Animation und dann kannst du gar nicht mehr, bist du quasi Instant Death. Jesus Christ. Also wie die reinhauen, ich muss wirklich sagen, das ist echt krass. Dann guckt euch meinen Energiebalken da oben an, der ist jetzt auch nicht klein.
ficken! Das war eigentlich noch die beste Variante, oder? Und so ein Schild. Ja, muss man einfach jetzt umhauen. Fertig. Kopf durch die Wand-Taktik klappt nicht, da müssen wir halt mit Skill ran. Das ist eine Drecksattacke. Guck, es geht einfach durch den durch. Der ist überhaupt nicht berührt davon. Habe ich hier Delay oder warum kann ich nicht ausweichen? Man kann halt wirklich... Ich bräuchte jetzt schon im NG Plus hier drin zu sein, ey. Geht halt so schnell, der macht einen so schnell platt. Im Prinzip ist es fast jedes Mal ein One-Shot, weil der so Kombos hat. Und dann kommst du nicht mehr raus, weil du kaum... Also es ist echt schwer einfach. Egal, wir müssen den jetzt... Irgendwie müssen wir es doch hinkriegen, ey. Das kann doch jetzt nicht sein, ey. Was ist denn das für ein Auftritt? Was die Leute denken. Alter.
Du verzögertes Arschloch! Du Arsch! Ich wusste, das ist so ein Drecksack, ey! Junge! Schnell er einfach schlagen kann nach. Wie schnell er einfach nach seinem Getränk ertrinkt und schlägt. Was ist das? Ein Special Attack? Der Trinkschlag oder was? Ja, sorry, wenn er trinkt, dann muss man zuschlagen, dass er dann so schnell aus dem Drink, aus der Drink-Animation so eine wuchtige Attacke macht. Schreibe ich gleich mal einen Leserbrief an die Jungs. Nein! Jetzt gibt's dein Parry. Fick dich! Wieso machst du nicht den Parry, Eddie, ey? Das war doch der Sieg! Jesus! Parry ihn doch einfach! Pimmel-Parry, ey! Ohne Parry hätte es natürlich geklappt, aber wir wollen ja auch mit Style gewinnen.
Es geht nicht einfach nur ums Gewinnen. Wir müssen auch ein Statement setzen. Was soll die nachfolgenden Generationen von uns denken? Vom Popelritter mich hier deklassieren lassen oder was? So weit kommt's noch. Jetzt hab ich vergessen, die Mana Flask zu benutzen. Egal. Wir gehen halt außen rum und dann schlagen wir zu. Weil die ganzen Attacken auch natürlich fucking nochmal nerft haben. Deutlich hier zu sehen. Ja, da macht er sie natürlich zweimal. Weil die auch den scheiß Phantom Slash genervt haben. Ich hasse Nerfs. Wieso nerven sie Sachen? Oh. Fickende Fickfuck. Ich mache ihn jetzt ruhig und besonnen. Ich kann nicht ruhig und besonnen. Ey, der ist eigentlich so einfach. Der kann doch gar nichts eigentlich. Jesus. Hier, da ist die Verzögerung jetzt, die ist neu. Die reicht natürlich aus, um mir eine reinzuhauen. Das ist genau die Scheiße, die sie gemacht haben. Und der haut daneben, oder was? Habt das gesehen, wie er daneben gehauen hat? Und tot. Dann haut mein Phantom Slash auch noch daneben. Was willst du dann noch machen, wenn das Phantom zu dumm ist zu treffen? Jebote, ganz ehrlich, was ist das? Jetzt habe ich kein Mitleid mehr mit ihm. Ich komme nicht raus. Ich rolle, ich drücke Rolle, 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 Rolle. Keine Chance. Ich raff es nicht, wie der dann einfach da durchtanken kann. Durch die Attacken. Am Anfang ist er noch so, da kann man ihn so ein bisschen staggern. Und dann irgendwann sagt er sich einfach, nö, jetzt nicht mehr. So wie Hulk Hogan in fucking WrestleMania. Irgendwann sagt er sich einfach, oh nö, jetzt, doch nicht mehr. Gibt's doch nicht. Guck mal hier, jetzt ist er getroffen. Kann nichts machen. So easy eigentlich. Wie kann man denn hier 30 Mal sterben? First try meine ich. Great Sword of Solitude. Helm of Solitude. Armor of Solitude. Gauntlets of Solitude. Greaves of Solitude. Und ihr habt alle gedacht, wir haben alle gedacht, wir kriegen die geile Armbrust, ne? Haben wir aber nicht.
Das haben wir gekriegt. Perfektes Timing für den Abmod. Schrei mich bitte nicht an. Perfektes Timing für den Abmod. Na gut. Moment. Great Sword of Solitude. Solitary Moonslash. B-Scaling schon auf Strength. Ah, das ist... Na gut. Aber er macht nicht die Attacke danach. Ah, doch, hier. Guck, danach musst du R2 drücken. Geil. Bam. Ganz nice. Schönes Schwert. Gefällt mir. Sieht auch ganz nice aus. Helm war auch nice. Steht mir auch sehr gut. Jetzt habe ich eine Fettrolle. Jetzt weiß ich nicht mehr. Ich empfehle mich an den hier. Okay. Ja, perfekter erster Abschluss. Ja, was haben wir gesehen? Wir haben schon sehr viel vom Land of Shadows erforscht. Den ersten, ich will es noch nicht mal Boss nennen, das ist ja eigentlich nur so ein kleiner Typ. First Try gelegt, wie immer, super easy. Und ja, hier geht es natürlich beim nächsten Mal weiter. Schreibt mir doch bitte, wie euch mein Spielstil gefällt. Hinter die Ohren. ja. Es ist da, Shadow of the Erdtree. Es ist einfach super.